sind nur die guten Gefühle die richtigen und müssen die schlechten, teils unangenehmen Gefühle sofort wieder weg, weil sie nicht richtig sind. Aus der Sicht einer ehemals Essgestörten und Süchtigen ist das Thema Gefühle sicherlich auch nochmal was ganz Besonderes und darum dreht es sich heute in meinem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo. Ich bin's, Ellie. Ja, ich finde das eigentlich immer total spannend, denn so meine Themen, die ich dann auch in ein Video packe, die entstehen oft in meinem Alltag. Das heißt, das sind schon Themen, die mich natürlich selber auch gerade beschäftigen oder mit denen ich mich auseinandersetze oder die mir gerade wichtig sind. Heute dreht sich alles um das Thema Gefühle. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Und wenn du dir schon mal ein Video angeguckt hast, dann weißt du es auch, dass ich sehr lange an einer Essstörung gelitten habe, aber auch andere stoffliche Süchte hatte, von denen ich aber schon länger weg bin. Und als ich angefangen habe, so diesen Weg der Genesung zu gehen, wo ich auch erstmal diese stofflichen Süchte weggelassen habe, durfte ich relativ schnell auch lernen, dass eine Drogensucht oder überhaupt eine Esssucht oder überhaupt eigentlich jede Sucht, Form der Sucht, immer eine Gefühlskrankheit ist. Also Sucht ist eine Gefühlskrankheit. Bei Süchtigen ist es so, dass die sich das natürlich irgendwie manifestiert durch diese Sucht, aber ich glaube, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben mit ihren Gefühlen. In welcher Form auch immer. Und ich meine jetzt sicherlich nicht eine, ja, so starke Krankheit wie Depression, das ist auch nochmal etwas anderes. Aber uns Menschen machen nun mal Gefühle aus und wir sind denen oft erlegen in einer Form. Ja, also wenn wir uns verlieben, dann verlieben wir uns. Wenn wir traurig sind, dann sind wir traurig. Und ich finde, es gilt, das einfach zu akzeptieren. Ich habe heute noch einen Post gelesen, einen Blogpost von Pamela Reif. Ihr kennt sie bestimmt auch. Und ich mag die ganz gerne. Ich finde, sie hat eine sehr gesunde Art und Weise, auch die Dinge anzugehen. Die hat so eine App und darin hat sie einen Blog gemacht über 18 Tipps, wie man sich schnell wieder gut fühlen kann. Und dann dachte ich so, okay, und das ist der Aufhänger, also warum ich dieses Video machen möchte. Denn ja, die Frage ist, muss ich mich immer wieder gut fühlen? Ist das so das, wonach wir alle streben? Sind wir darauf ausgemacht, uns immer gut zu fühlen? Das ist so für mich die große Frage gewesen. Und ich glaube, so von unserer Physis her, von unserem Körper her, kann man das nur erreichen, indem man Drogen nimmt. Denn anders kriegt man das nicht hin, dass das Gehirn permanent Serotonin ausschüttet und wir angeknipst sind und gute Laune haben. Also es ist schon so, von unserer Physis her, gibt das schon überhaupt nicht her. Und die Frage ist, warum muss ich mich schnell wieder gut fühlen, wenn ich mich nicht gut fühle? Für mich war es einfach so, als Süchtige kann ich das einfach nur sagen, ich habe, egal welche Sucht ich ausgelebt habe, immer versucht, meine Gefühle zu kontrollieren. Das war immer das, was dahinter stand, meine Gefühle zu kontrollieren. Wenn ich mich zum Beispiel gut gefühlt hat, wollte ich dann noch ein Schüppchen draufsetzen. Und wenn ich mich schlecht gefühlt hat, wollte ich das beenden. So. Und ich hatte da immer meine Mittelchen und Tricks. Auch hatte ich gerade durch diese Essstörung auch oft die vermeintliche Macht oder das vermeintliche Gefühl, dass wenn ich fresse und kotze, also ich habe natürlich, wenn ich traurig war, wenn ich wütend war, wenn ich enttäuscht war, habe ich Unmengen an Essen in mich reingestopft und nicht nur das Essen erbrochen, sondern auch diese schlechten Gefühle erbrochen. Und manchmal habe ich sogar gedacht, ich erbreche das Schlechte, was in mir ist. Also diesen Selbsthass, den ich hatte, diese schlechten Gefühle, die ich mir selber gegenüber hatte. Ja, wenn ich traurig war, habe ich natürlich auch gegessen und auch gerade so Zuckersachen gegessen, Süßigkeiten gegessen, weil die mir erstmal gut getan haben. So für den ersten Moment haben sie mir gut getan. Natürlich hätte ich sie niemals für mich drin behalten können, weil ich ja auch schlank sein musste. Also es wäre für mich schlimm gewesen, übergewichtig zu sein. Ich hätte es nicht ausgehalten. Und das hat mich ja auch lange vor meiner Genesung weggehalten, dass ich den Weg mich nicht getraut habe, den Weg zu gehen, weil ich Angst hatte, zuzunehmen und mich zu verändern.
und mich dann so aushalten zu müssen. Ja, ich kann das also dementsprechend nur unterschreiben, dass wenn man eine Sucht hat, egal in welcher Form, ob es jetzt Essen ist oder eine andere Sucht ist, es bleibt dabei, dass es tatsächlich ein dysfunktionaler, ein gestörter Umgang mit Gefühlen ist. Und ich glaube, dass das bei uns in der Gesellschaft verbreitet ist. Einfach so dieses, ja, ich muss mich wieder gut fühlen, Gefühl. Und auch auf den sozialen Medien wird das immer verbreitet von den ganzen Influencern. Man muss halt glücklich sein und die führen halt ein glückliches Leben und sehen natürlich gut aus und tun natürlich auch was dafür, dass sie gut aussehen. Und das alles so zusammen, finde ich, ja, es stellt so eine ja verworrene Form der Realität dar, die es einfach so nicht gibt. Und was ich so schade finde, ist, dass es so wenige gibt, die auch mal sagen, ich habe einen schlechten Tag oder ich habe keine Ahnung, ich muss auch mal, ich mache gerade eine Akupunktur durch oder ich gehe zum Arzt, weil ich halt einfach Ängste habe oder sonst irgendwas. Die stellen sich dann immer nur da mit, ja, ich gehe jeden Tag laufen und ich ernähre mich super gesund. Guck mal, wie super gesund ich mich ernähre. Und guck mal, in was für einer super glücklichen Partnerschaft ich lebe. Und wenn man die kennt, und ne, den einen oder anderen kenne ich auch, oder einen oder anderen von Bekannten, die auch sowas hat, kenne ich auch. Wenn man die dann mal so spricht und die dann einem sagen, wie es denen eigentlich wirklich geht, dann denke ich mir, warum sagst du das nicht? Warum sagst du das nicht auch auf Instagram der Welt, dass auch du nur ein Mensch bist? So, oh, das ist irgendwas, was ich echt nicht nachvollziehen kann. Denn ich glaube, vielen wird einfach ein falsches Bild vermittelt von dem, wie wir uns fühlen müssen, wie unser Leben zu sein hat. Und das entspricht einfach nicht der Realität. Ich habe auch gelernt, dass mich die Gefühle nicht umbringen. Egal, wie schlecht ich mich fühle, wie traurig ich bin, wie sehr ich meine, es geht jetzt nicht weiter, dieses Gefühl wird mich nicht umbringen. Dieses Gefühl, Gefühle kommen und die gehen auch wieder. Kein Gefühl bleibt für immer. Es dauert manchmal ein bisschen, aber jedes Gefühl, egal wie intensiv es, verbrennt sich in der Flamme der Zeit eines Tages. Ja, das hat mir einfach immer nochmal so eine Hoffnung gegeben, dass ich vielleicht nicht ewig leiden muss und ich kann einfach sagen, es ist so. Egal wie intensiv, wie tief das Gefühl ist, außer jetzt sowas wie Liebe. Da glaube ich schon, dass wirklich Liebe etwas ist. Also wenn man Menschen wirklich, wirklich geliebt hat, dann bleibt immer etwas übrig davon. Also dieser Schmerz, der geht, aber diese Liebe, die bleibt. Dieses Gefühl, das bleibt irgendwo und das bleibt auch irgendwie immer noch greifbar. Auch wenn man sich an das Gesicht nicht mehr erinnern kann, so richtig und alles drum und dran. Aber dieses Gefühl, das ist etwas, was wirklich überdauert. Ein positives Gefühl. Liebe ist ja nun mal bekanntlich auch die stärkste Kraft im Universum. Und da ist es nicht verwunderlich. Ich denke, dass es keine guten und keine schlechten Gefühle gibt. Es gibt Gefühle, die sind herausfordernd. Das ist das, was ich heute sagen kann. Aber jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung. Und aufgrund meiner Geschichte natürlich, dass ich immer versucht habe, an meinem Gefühlsleben herumzudoktern und bestimmte Sachen nicht haben wollte, die ja nun mal ein Teil von mir sind. Gefühle machen uns Menschen einfach zu dem, was wir auch sind. Nicht nur Gefühle, natürlich auch unser Verstand, aber Gefühle auch. Ist das für mich heute super wichtig, jedem Gefühl seinen Raum zu lassen und jedes Gefühl auch sein zu lassen. Das bedeutet so für mich heute, dass ich, wenn ich traurig bin oder wütend bin oder sonst irgendwas, dann oder halt so ein anstrengendes Gefühl habe, was mich auch nicht immer glücklich macht, dann weiß ich heute, es hat seine Daseinsberechtigung, es hat wahrscheinlich auch seinen Grund. Und dem versuche ich dann auf den Grund zu gehen, zu schauen, okay, woran lag es, warum fühle ich mich jetzt so, wie ich mich fühle. Und dann versuche ich gut zu mir zu sein. Dann nehme ich einen Gang raus und dann ist halt Couchtag angesagt und Salzstangen oder weiß der Engel was oder ein Tee dabei. Was ich damit sagen möchte ist, ich mache da nichts. Ich lasse mich dann einfach in Ruhe und lasse das Gefühl sein. Und weiß einfach, je eher ich da durchgehe, desto schneller ist es weg. Je mehr ich mich dagegen auflehne, desto länger bleibt es. Das ist so mein Beitrag zum Thema Gefühle für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das war's. Tschüss!